Hallo und herzlich willkommen zur Blendezeit 2 News heute. Und zwar geht es um eure Entscheidung. Wann findet das Event 5000 statt? Noch am 25.04. oder warten wir auf Hossin, war die Frage. Ihr konntet entscheiden und ihr habt entschieden. Haben viele Leute mitgemacht, über 100 Leute haben abgestimmt. Und ja, das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Über 70% stimmen dafür, dass wir auf Hossin warten. Also der Team 25.04. ist dadurch natürlich gecancelt. Und ja, wir warten auf Hossin. Hossin kommt im Mai. Wann genau, weiß ich nicht. Aber wenn Hossin erscheint, gibt es natürlich sowieso eine fette News und extra Videos. Ja, schauen wir uns das ganze Ding mal an. Und meiner Meinung nach würde ich sagen, machen wir natürlich nicht direkt am ersten Wochenende, wo Hossin da ist, sondern wenn Hossin da ist, dann legen wir den nächsten Termin fest. Der wird 2 oder 3 Wochen später sein, wie Hossin da ist. Ist ganz einfach so. Erstens habt ihr eine längere Vorlaufzeit und kriegt halt mit, dass das Event dann stattfindet. Zweitens, Hossin ist eine Zeit lang da und falls es nicht richtig funktioniert, ne, also muss ja mit Sicherheit wieder nachgepatcht werden, dann, wenn wir 2 bis 3 Wochen warten, ist das mit Sicherheit erledigt und wird das anständig funktionieren. Das ist Punkt Nummer 2. Der dritte Punkt, die ersten paar Tage wird Planetside 2, wenn die Server mit Sicherheit über die Maßen vollgestopft sein, ja, dass wir eventuell Probleme kriegen würden, wenn wir wieder mit einer Masse von über 100 Spielern aufschlagen und dann nachher ja, eventuell sogar in Warteschleifen landen, ja. Das wäre dann natürlich totaler Käse, ja. Das wollen wir natürlich, wir keiner, ja. Deswegen, meine Meinung, wenn Hossin da ist, gebe ich das bekannt, dann setze ich einen neuen Termin und der wird 2 oder sogar 3 Wochen später sein als der Hossin-Release, ja. Aber das werde ich euch natürlich wieder frühzeitig mitteilen, ja, damit ihr auch genug Vorlaufzeit habt, klar. Ja, so, ja. Hat mich wirklich gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Ich meine, okay, hört sich an für sich nicht viel an. 100 Leute von über 5000 Abonnenten. Aber die meisten gucken halt nur Videos, die lesen halt. Oder manche wollen auch nicht entscheiden, lassen andere entscheiden. Aber ich wollte jetzt euch entscheiden lassen, weil mir das sonst... ja, ich war ziemlich zwiegespalten und ja, dadurch habe ich euch die Entscheidung überlassen. Und ich meine, gibt ja nichts Besseres, wenn quasi die Kanal-Community selbst abstimmt, wann das Event stattfindet. So gehe ich doch davon aus, dass der Mehrheit das gerecht wird, ne? Ja. Ja, im Hintergrund seht ihr noch ein Event-Video, damit ihr noch einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Event haben wird. Ich wünsche euch noch weiter ein schönes Osterwochenende. Dicke Eier, ja? Oder lasst euch sie bemalen. Noch besser. In diesem Sinne würde ich sagen, ich lasse euch noch die Bilder im Hintergrund noch 2 Minuten weiterlaufen. Ja? Wenn ihr Bock habt, damit ihr richtig heiß werdet auf das nächste Event. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Osterwochenende. Habe die Ehre. Tschüss. Ja, so. Feierabend, Emma. So. Kann Helm, kannst du mal allen sagen, dass sie vielleicht auf die Schilde gehen sollen, weil ich glaube, du bist der Einzige, auf den sie hören. Die Schilde sind gleich da. Männer, geht okay. Auf die Schilde. Vielleicht noch mal für die paar letzten paar Minuten hier sowas einführen. Ja, wir führen hier nichts ein. Wir führen gar nichts mehr ein. Einführen ist eine Sauerei. Genau, einführen kannst du dir selber was für den Spaß da lassen. Ich meinte jetzt zum Beispiel. Ich weiß, aber jetzt zu spät, noch 1 Minute, dann ist eh Schluss. Da wird nichts mehr eingeführt. Auch wenn es Spaß macht. Ich will das gar nicht wissen.
Nee? Du willst das schon. Ja, nee, ja. Richtig. Du willst das schon. Du willst das schon.